So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das brandneue und aktuelle Lego Marvel Spider-Man Magazin Nummer 4 für 5 € ist da. Perfekt. Mit den grünen Kobolds und natürlich eine limitierte Karte. Der Lego Marvel Adventure Serie, die LE5 Black Panther. Ja, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtiger abmachen, weil die möchte ich nicht beschädigen. Das ist für alle Lego Marvel Booster Fans. Hier ist sie, die LE5. Aber natürlich der grüne Kobold ist das Highlight auf diesem Magazin. Kann man immer mal gebrauchen. Der eine oder andere könnte davon sogar eine Armee sehen. Muss ich mir mal noch überlegen. Aber jetzt erstmal die LE5 sicher wegpacken. 3, 4, 5 ist hier unten. Und die nächste limitierte Karte in der Marvel-Serie. So, und wie gesagt, der ein oder andere kann davon bestimmt denken, kann man sich eine kleine Armee von anschaffen. Finde ich auch. Deswegen habe ich schon mal vorgesorgt für ein schwachsinniges Video. Warum? Dreimal habe ich es mir gegönnt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es wirklich nicht, aber der grüne Kobold, der gefiel mir, habe ich mir gedacht, nehme ich gleich mehr mit. Aber nichtsdestotrotz blättern wir natürlich jetzt erstmal in das neue Lego Marvel Spider-Man Magazin Nummer 4 drin herum. Und freuen uns, was nächstes Mal dabei ist. Ja, der Gleiter, coole Farbe. Ich weiß nicht warum, aber mir gefiel der Kobold auf einmal. Ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, wie er euch gefällt. Habt ihr ihn vielleicht auch schon mehrmals geholt? Oder sagt ihr auch, einmal reicht? Seid ehrlich und schreibt es in die Kommentare. Dann seht ihr hier die Comicbeilage. Teilweise sehr gut. Muss man lassen. Richtig coole Figur. Poster. Mega die Figur. Und, oh, Spider-Man. Okay. Neue Lego Star Wars Magazin habe ich natürlich auch schon angeboxt. Richtig coole Figur. Dann haben wir Rätselspaß. Comic geht weiter. Ich keine Seite überschreiten. 31 ist die Comicbeilage zu bei. Dann gibt es Rätselspaß, Gewinnspiel. Und was haben wir nächstes Mal als Figur drin? Ach, es ist. Da. Oh, Phenon mal wieder. So, ich bin jetzt ganz ehrlich. Fan von ihm bin ich ja. Der letzte Phenon drin war der gleiche oder derselbe Druck. Ja, bloß die Arme haben sie verlängert. Sonst nichts. Die kann man auch selber mit diesen schwarzen Langen. Kann man es verlängern, ist natürlich krass. Aber die Figur ist genau die gleiche oder dieselbe, die wir schon mal drin hatten. Das dazu. Aber jetzt kommen wir natürlich zu der Bauanleitung. Hier ist sie. Lege ich rüber. Das ist natürlich das klassische. So, und der Kleber, der klebt. So. Papiertütchen, die richtig cool sind. Aufreißen. Auskippen. Oh, ihr seht ziemlich viele Zeile. So, kommen wir jetzt erstmal zu den grünen Kobold an sich. Also der Kopf, der hat was von halb, finde ich persönlich. Hier ist er. Er hat irgendwas von Hulk, würde ich so behaupten.
So, dann kriegt er natürlich seine Ohren und seine Mütze. So, dann sieht der grüne Kobold natürlich perfekt aus. Und wie gesagt, so eine kleine Armee kann ich mir von denen richtig gut vorstellen. So, und jetzt kommt sein Flieger. Die zwei schwarzen. Einmal. Zweimal die grünen. Einmal. Umdrehen, den Grünen nach vorne hin. Ist natürlich farblich absolut stimmig, wie ich finde. So, jetzt kommen die Flügel da dran. Einmal, zweimal, ich sehe gerade, ich habe ihn vergessen. Seine Handtasche umzulegen. So ist er natürlich perfekt fertig. So, jetzt geht es mit dem Flieger weiter. Das. Ihr seht, ein paar Teile über. Das sind ja die Kürbis. Nee, doch nicht. Die Kürbisköpfe bekommen die ja als Bombe sozusagen. So, stelle ich mal jetzt in Tine, dass ich euch das besser präsentieren kann. Sein fliegendes Gefährt. Oh, kann man natürlich jetzt nicht, weil das ja unten drunter glatt ist. Das ist sein fliegendes Gefährt. Da steht er ja dann drauf. Könnt ihr natürlich auch in Sitzen machen, aber hat was. Sieht richtig cool aus, finde ich. Ja, jetzt eine Hand hoch. Den Kürbis. Die Bombenkürbisse passen wunderbar dazu. Ein bisschen das Handgelenk drehen. Ah, so. Finde ich. Ja, okay, der Flieger ist schon cool dabei, gebe ich offen und ehrlich zu, aber der brennende Kürbis, nee, der gefällt mir nicht wirklich. Aber sonst, zack, schönes Konvolut. Deswegen, ich bin jetzt auch gar nicht sauer, dass ich mir das Magazin gleich dreimal geholt habe, weil passt, kann man so eine kleine Armee von machen. Mal gucken. Einen Boss davon irgendwie zaubern oder mit wem ich dabei stellen kann. Ihr könnt mir ja mal einen Tipp geben, wen würdet ihr als Chef nehmen? Ich finde es gar nicht mal so schlecht, aber nicht zu trotz. Ihr schreibt mir natürlich eure Meinung, eure Kommentare, wie ihr das brandneue und aktuelle Lego Marvel Spider-Man Magazin findet mit den grünen Kobold. Ich finde es richtig cool. Schreibt mir eure Meinung, eure Kommentare. Ich werde natürlich irgendetwas von Lego Spider-Man, Marvel brauchen, von Lego Spider-Man unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Das steht schon mal fest. Ist in letzter Zeit wieder günstig geworden. Ich weiß nicht warum. Die brennenden Kürbisbomben sind natürlich witzig, aber die Figur, ich weiß auch nicht, aus welchem Set das ist. Wenn ihr das genau wisst, also nicht den Flieger, die Figur, der grüne Kobold, in welchem Lego Marvel Spider-Man Set der gewesen ist, genau der gleiche mit demselben Druck, würde mich freuen, wenn da drauf einer antwortet, sage ich schon mal danke auf jeden Fall, ich weiß es wirklich nicht, aber ja, die Figur hat was. Die Figur hat wirklich was, oder? Schreibt es mir in die Kommentare. Also wie gesagt, irgendwas von Lego Spider-Man unter das Video. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Ihr schreibt mir jetzt in die Kommentare, wie ihr das Magazin findet, wie ihr den grünen Kobold findet. Habt ihr es vielleicht auch schon mehrmals geholt? All das.
schreibt mir in die Kommentare. Und das Allerwichtigste ist natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.